Dauert meistens nicht. Herr Nebelow, Bombendrohung im Rathaus, das Rathaus ist geräumt. Erklären Sie mal kurz, was ist wann passiert? Gegen 14.50 Uhr haben wir eine Mail bekommen mit dem Inhalt Achtung, Sprengstoff im Rathausfoyer. Diese Mail habe ich persönlich ernst genommen. Ich habe dann mit den Kollegen des Verwaltungsvorstandes die Lage. Entschuldigung, können Sie eben ein bisschen. Hallo? Entschuldigung, aber da war noch eine kleine Störung. Ja. So ist passiert das. Können Sie vielleicht noch mal erläutern, was da heute passiert ist? So gegen 14.50 Uhr ging im Rathaus eine Mail mit dem Text Achtung, Sprengstoff im Rathausfoyer. Wir haben diese Mail mit den Herren des Verwaltungsvorstandes besprochen, haben diese sehr ernst genommen und haben dann beraten, was zu tun ist und haben danach gesprochen, auch mit dem Landrat und auch mit der hiesigen Polizei, das Ergebnis gefasst, das Rathaus zu räumen. Wir haben das leise gemacht, indem wir die Fachbereichsleiter angerufen haben und gebeten haben, mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Besuchern das Rathaus zu verlassen. Heute war noch eine Ratssitzung anberaumt für 17 Uhr. Die ist abgesagt worden. Klar, wir haben also gewusst, dass wir das Rathaus auch mit Bombenspürungen durchsuchen lassen müssen. Die sind natürlich nicht vor Ort erreichbar, sondern müssen aus Münster angeliefert werden. Und da haben wir dann den Ratsmitgliedern per E-Mail mitgeteilt, dass die heutige Ratssitzung wegen dieser Sprengstoffdrohung ausfällt. Die Bombenspürhunde sind jetzt vor Ort im Rathaus? Ich gehe an, dass sie jetzt vor Ort sind. Die werden sicherlich eine Stunde brauchen, um alle Räumlichkeiten zu durchsuchen. Und dann werden wir von der Polizei benachrichtigt, wie der Sachstand ist. Und wenn es dann so ist, dass nichts gefunden worden ist, können wir die Sache beenden. Wenn was gefunden worden ist, werden wir natürlich die Sache nachbereiten müssen, noch vor Ort und dann entscheiden, was morgen früh passiert. Jetzt bekommen Sie ja öfter mal Drohungen, das ist ja nichts Neues für Sie, auch mit, mit sehr massiven Inhalten. Warum nehmen Sie das jetzt auf einmal so ernst? Bei den Hassmails, die wir in der Regel bekommen, ist es so, dass sich der Täter in Rage schreibt. Der fängt das an mit Beleidigungen und dann mit Morddrohungen und spuckt das dann raus, wie er antötet. Diese kurze, prägnante Aussage, wo genau das drinsteht, was wir wissen müssen, um alarmiert zu sein, hat uns doch nachdenklich gemacht. Welche Konsequenzen wird das jetzt haben? Ich meine, darüber kann man ja nicht einfach hinwegsehen. Nein. Das kann ja morgen wieder passieren. Nein. Wir werden das erstmal morgen früh nochmal besprechen. Sicher ist für mich, dass wenn so eine Drohung nochmal passieren sollte und wir wiederum gezwungen sein werden, das Rathaus zu räumen, dass wir dann ähnlich wie bei Gerichten Einlasskontrollen der besonderen Art durchführen werden. Also mit Schleusen, Scannern und jede einzelne Person, die das Rathaus besucht, wird dann einzeln überprüft. Das ist natürlich ein Riesenaufwand. Das ist nicht nur ein Riesenaufwand, das ist mit Riesenkosten verbunden. Und deshalb hoffe ich, dass dieser Schreiber irgendwann mal erwischt wird, damit er nicht nur strafrechtlich, sondern auch zivilrechtlich belangt wird. Also Schadensersatzansprüche begleichen muss. Ja, das fordern Sie ja schon seit langem, aber irgendwie kommt der Staatsschutz nicht so richtig aus der Pötte. Das ist verwunderlich. Wir leben in einer hochmodernen Welt. Die Menschen fliegen zum Mond. Und da soll es nicht möglich sein, diese Hassmails nicht zurückzuverfolgen. Ja, daran zweifeln Sie. Da kann man zumindest skeptisch sein. Jetzt gibt es, glaube ich, heute mehrere solcher Vorfälle. Das heißt, da wird wahrscheinlich der Druck auf die Ermittlungsbehörden auch nochmal zunehmen. Das nehme ich an, ja. Welche Konsequenzen ziehen Sie persönlich? Haben Sie sich überhaupt darüber schon Gedanken machen können? Oder? Nein, also die Konsequenz für mich ist persönlich, dass die Sicherheit der Rathausbesucher und auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter höchste Priorität hat. Und im Zweifel geht die immer vor. Ja, morgen werden Sie mit den Mitarbeitern sprechen müssen. Das ist ja heute relativ geräuschlos abgegangen. Ja, also Sie haben da nicht so einen Alarm geschlagen nein, oder sonst was? Nein, da ganz bewusst. Aber morgen werden da sicherlich Gespräche geführt werden. Das werden die Vorgesetzten morgen sehr schnell merken, ob ein Gesprächsbedarf besteht und in welcher Form. Und dann wird das auch gemacht. Sie sitzen jetzt hier wo? Vielleicht kann man das den Zuschauern erklären. Wir sitzen hier im Konferenzsaal unserer Feuerwehr im zweiten Obergeschoss und haben schon eine Tasse Kaffee getrunken und haben jetzt die Dinge, die da kommen werden. Ja, das heißt, das ist hier so eine Art Ausfallszenario. Ja, hier taucht auch der Stab außergewöhnliche Ereignisse, die wir auch gebildet haben, wenn in Bochum mal irgendwelche Ereignisse stattfinden und das ist ja gar nicht drauf. Ja, das ist auch so geplant. Das ist sozusagen im Planspiel so vorgesehen. Ja.
Die Polizei ist jetzt vor Ort. Seltsamerweise, was ich ein wenig seltsam fand, ist, dass doch die Besucher relativ nah noch am Rathaus standen. Der Berliner Platz wird nach wie vor befahren, ist nicht weiträumig abgesperrt. Gibt es da schon Erkenntnisse, dass es doch nicht so ernst zu nehmen ist, oder wie kann das? Nein, wir werden diese ganze Situation nachbereiten müssen, weil wir ja auch zugelassen haben, dass die Mitarbeiter sich ihren eigenen Fluchtweg ausgesucht haben, so Treppenhaus oder offene Treppe. Und das wäre im Falle eines Feuers natürlich ganz anders gewesen, dann hätten sie auch weiträumig das Gelände verlassen. Und so ist natürlich die menschliche Neugier größer, auch nicht zu überwinden. Der Rat oder die Stadtverordneten waren auch vor Ort, standen sozusagen am Obelisk, also in... Nicht alle, es waren in der Hauptsache diejenigen, die sich vor der Ratssitzung noch treffen und nochmal zusammensetzen. Die meisten, es war ja erst 16:30, die meisten haben wir per E-Mail erreicht und die waren dann auch nicht vor Ort. Wenn man jetzt so mal sieht, Bocholt kommt in die Schlagzeilen, erst Hassmails, jetzt Bombendrohungen, das ist nicht gerade das, was sich wahrscheinlich der Stadtmarketingchef wünscht. Das ist überhaupt keine schöne Sache. Und man muss sich natürlich fragen, warum Bocholt die einzige Stadt im Kreis Borken ist, zum Beispiel, wo das so massiv passiert. Mhm. Haben Sie da eine Vermutung, warum Bocholt? Also ich vermute das sehr, dass Bocholt ja sehr schnell und sehr aktiv gewesen ist, als es darum ging, die Flüchtlinge, die zu uns kamen, auch zu versorgen und unterzubringen. Mhm. Das ist sozusagen die Rache jetzt? Das ist die Rache, und dann wurde das natürlich fälschlicherweise auch mit der Grundsteuererhöhung in Verbindung gebracht. Und es gibt ja immer so kleingeistige Hirne, die ihre Welt so zusammenbasteln, wie sie es richtig meinen. Und da spielen Fakten überhaupt keine Rolle. Das wird aber jetzt auch nicht dazu führen, dass Sie weniger Hassmails bekommen. Nein, ganz bestimmt nicht. Das heißt, da Kante zeigen? Natürlich, klar. Da muss man mit leben, klar. Denn man ist ab und an mal beeinflusst, aber da muss man natürlich. Okay.